Für mich bedeutet E-Partizipation, dass es die Möglichkeit gibt, Leute an demokratischen Prozessen zu beteiligen, die man vorher nicht erwischt hat und vielleicht auch nicht erwischen wollte in sehr durchstrukturierten, sehr vielleicht bürokratischen Prozess von Beteiligung, wie man Beteiligung organisiert im Vorfeld von Entscheidungen bereits, durch Konsultationen von Verbänden und dann bei der Abstimmung, dadurch, dass Bürger, die Wähler sind, über bestimmte Entscheidungen entscheiden, hat man sich auf einen sehr, sehr kleinen Teil der Bevölkerung beschränkt. Und die Möglichkeit von E-Partizipation ist, dass man Kinder, Jugendliche ansprechen kann, dass man Menschen ansprechen kann, die vielleicht in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, dass man Menschen ansprechen kann, die hier zwar leben, aber laut Grundgesetz nicht Bürger sind, sondern nur Einwohner. Die Möglichkeiten, die das Internet bietet, sind die, dass man sehr vielfältig darstellen kann, wie Prozesse sind, wie Themen sich gestalten. Man kann das sowohl sprachlich, schriftlich machen, man kann das in Filmform machen, man kann das in Animationsform machen. Man hat die Möglichkeit, Themen viel intensiver zu erklären, als das bisher der Fall war, in Form von einem Flugblatt oder in Form von einer Beteiligung bei Bauvorhaben, in dem ein Aushang in einem Rathaus gemacht wird, wo Menschen vielleicht erstmal Pläne lesen können müssen, um zu verstehen, warum sie sich beteiligen sollten, könnten, müssten. Und dann mussten sie in diesem Prozess entsprechend antworten. Und das Internet gibt uns die Möglichkeit, diese Partizipationsprozesse und auch später die Abstimmungsprozesse so zu gestalten, dass sie nicht mehr gleich sind, sondern dass eine Ungleichzeitigkeit eintritt, eine Differenziertheit eintritt und man Zielgruppen spezifischer informieren kann und dann tatsächlich mehr Leute beteiligen kann, weil sie sich ja angesprochen fühlen. Und das wäre für mich so der Benefit aus E-Partizipation raus, die Bemessungsgrundlage von politischen Entscheidungen zu verbreitern. Und zwar speziell in Richtung der Leute, die man bisher eher ausgeschlossen hat und vergessen hat. Kinder, Jugendliche, ganz speziell.